So, da wird gebaut. In der Zeit. Verwaltung, Terminals, Flugverkehr. Ich würde erstmal Terminals, vielleicht ein Terminal nehmen. Hauptterminal. Welches Unternehmen wollen wir beauftragen? Der Baufuchs, clever gespart, clever gebaut. Bin Laden, der klanghaft saudische Baukonzern. Klingt eigentlich ganz gut. 8,6 Millionen. Q&D, Quick and Dirty Bau LTD oder Stecko GmbH, der dänische Noppenblock-Fertigbauspezialist. Ist aber am teuersten. 10 Millionen, aber leider die besten, also richtig mit Abstand die allerbesten Bewertungen. Aber 10 Millionen. Ich guck mal kurz Bin Laden, schau mal kurz die Bewertung, ne? Fuck, 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 pleite! Toll gebaut, aber so unfassbar teuer. Ich bin pleite. Nein, bitte, nehmen Sie mir nicht auch noch mein Smartphone. Gut. Turm kaputt gemacht. Meine Villa war schnell gebaut. Leider ist einer von denen mit dem Kipplaster in mein Türmchen gefahren, hat alles kaputt gemacht. Mussten alles wieder von vorne anfangen. Puh. Puhuhu. Das ist aber schon sehr am Limit hier gerade. So, blitzschnell geliefert. Sonst, naja. Die Jungs, ja, die sind auf Zack. Offenbar gut gedrillt, die Truppe. Aber für den Preis hätte ich dann Schöneres erwartet. Märchenhaft. Oh, das ist wirklich ein Traum aus Tausend einer Nacht. Schnell geliefert und für mich den Preis auch absolut wert. Leider brennen meine Augen immer von den Zwiebeldächern. Deshalb nur 4 Sterne. So, okay. Aber die Bewertung ist leider kacke. So, Baufuchs. Baufuchs. Wo ist meine Gans? Gib sie wieder her! Ich glaube, der Baufuchs hat die Baugans gestohlen. So, das hätte ich aber selber gekonnt. Was soll denn der Ramsch? Ja, da hätte ich mein Haus auch selber bauen können. Einen halben Stern, weil das Baumaterial so günstiger war, als hätte ich selber gekauft. So, super Angebote. Klasse. Ich wollte nur ein Lagerhaus, aber ich habe dann direkt das Angebot mit den 3 Fabrikhallen zum Preis von einer mitgenommen. Aber Baufuchs kann man nicht nehmen. Wer günstig baut, baut zweimal. Sollte bekannt sein. Mir ist es das jetzt auf jeden Fall. Wirkt sehr instabil alles. Ich weiß nicht so recht. Wenn ich mir das Dach so angucke, könnte es sein, dass es jederzeit... Oh, 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 ich gucke... Moin. Gut. Glaube ich nicht so gut, ne? Quick and Dirty. Ich nehme aber Stecko GmbH. Komm. Wir machen Stecko GmbH. Hier, stabile Superheldenhöhle. Höhle. Habe meine Superheldenhöhle von denen bauen lassen. Sehr zufrieden. Auch Alfred. So, zauberhafte Zauberschule. Wir haben unsere Zauberschule von denen bauen lassen. Sehr zufrieden. Klingt das wie jemand, der unter der Treppe wohnt? Irgendwie nicht, ne? Naja. So, super Todesplanet. Wir haben unseren Todesplaneten von denen bauen lassen. Sehr zufrieden. Klang wie Dobby. Na gut, dann war's Dobby. So, flexibel, fantasievoll, nur halt teuer. Das... Entschuldigung. Der Todesplanet hatte zumindest einen Fehler. Ja, ein Fehler war dabei, leider. Leider ja. Das Beste ist, dass man alles selber schnell umbauen kann, wenn einem danach ist. Aber die sind echt teuer geworden. Früher waren die günstiger. Leider ja, von Schlego. Was? Oh, ich wünsche, ich könnte bayerisch. Zefix, ich wünsche... Boah, das tut weh. Ich kann leider kein bayerisch. Oh, tolles Haus und alles, aber zefix, ich bin im Dunkeln barfuß auf ein Bauelement getreten. Das tut so höllisch weh. Das war kein bayerisch, das war einfach nur irgendwas. Okay, soll ich das annehmen? Ich meine ganz ehrlich, guck mal. Guck mal, die ganzen Kacker hier. Stecko ist leider... Also Schlego. Haben die nicht auch Schlemobil? Diese andere Marke? Ich sage ja, ich mach kein bayerisch. So, ich würde hier Stecko machen, ne? So, ja, machen wir mal. So, ich mach Schlego für 10 Millionen. Ich meine ganz ehrlich, du kannst auch neu würfeln. Achso, soll ich mal probieren, neu zu würfeln? Neue Angebote? Komm, wir machen mal einen Refresh.
Wenn ich neue Angebote haben will, dann fische ich einmal kurz in den Briefkasten, da haben 50.000 Werbungen drin. Alter, 400.000. Da gebe ich ja 10 Millionen von Stecker aus, was spare ich noch? Bitte lest noch die Q&D-Reviews. Okay, ich guck mal. Dust in the Wind. All we see is Dust in the Wind. Ist bestimmt ein Lied, ne? So, netter Dreck, kein Highlight. Ja, das ist ganz netter Dreck. Ist ordentlicher Matsch, schön viel Staub, einige Ölschmierer, aber auch nichts Besonderes. Kein Granitstaub, kein Kristallbruch, hab schon Spannenderes gesehen. Was? Schnell gebaut. Oh, warte. Schnell gebaut und schnell im Eimer. Arschkrampen waren und nicht von der Baustelle weg. Gürgen, da kam schon die Deckenleiste runter. Das hat mit Qualität nichts zu tun. Ich weiß nicht mehr, wie die Stimme war, aber hat mich gerade an Frühstücksradio erinnert. Wegen Arschkrampen. Ihr wisst schon. Also zwei, drei Leute hier wissen schon. So, okay. Kurt. Genau der Kurt. Kurt. Hihihi, Kurt. So. Boah, ist das lange her. So. Mein Problem schnell beseitigt. Ich musste schnell etwas verschwinden lassen, am besten in einer unauffälligen Wand. Ich brauchte eine Firma, die schnell was hochzieht und keine Fragen stellt. No. Bin hier recht zufrieden. Der Praktikant hat vielleicht was gesehen. Brettermeier, die alte Potsau. Ja, Mann. Oh, schön, das kennen doch Leute. Also, wer das kennt, ist alt, aber gut. Aber sehr gut. Schön. So. Konnte gar nicht mitreden. Ja, das habe ich ja auch noch nicht erlebt. Ich wollte die Baustelle mal besichtigen und hier und da vielleicht noch ein paar Wünsche anbringen. Da war das Ding schon fertig. Unfassbar. Okay. Also nehmen wir Stecko, ne? Wir nehmen Stecko? Wollen wir Stecko nehmen? Uhrenkopf, dankeschön! Hashtag Ehrenkopf, dankeschön, lieber Uhrenkopf. Vielen Dank für die Gift des Subs. Dankeschön. Ja. Schicken wir aber mal 10 Mille nach Schweden, komm. Ja, Angebot annehmen. Aua! Oh, das tut weh. Aber ich meine, es ist für ein Terminal. Ach so, 2 Monate. Okay, meine Frage ist, habt ihr alle 2 Monate Zeit? Der Stream wird ein bisschen länger. Ja, okay, gut. Super. Ich weiß, wir können das beschleunigen, aber stresst mal nicht so, ja? Hier wird mit Qualität gebaut. Wir machen hier höchste Sorgfalt. Das soll hier nicht schneller fertig werden, als es schneller fertig werden soll, ja? Das muss einen richtig ordentlichen Flughafen geben. Und wenn ich jetzt schneller mache, dann werden wir vielleicht noch pünktlich fertig. Ich bin noch nicht bescheuert. Ah, der Weckruf. Was ist mit der Rolltreppe los? Alter, was zur Hölle ist bloß mit dieser Rolltreppe los? Ey, scheiß Rolltreppe. Alter, echt jetzt, die Rolltreppe. Mir auch egal. WTF-Rolltreppe, WTF. Also mir ist das egal, was mit der los ist. Kosten 0, Erfolgschance 60%. Aber dauert wieder 2 Monate. Ja, ich glaube, ich mache lieber 40, ne? Kostet 20.000, 6 Tage. Scheiß Rolltreppe. Nee, wirklich. Vielleicht muss ich... Was ist denn das hier? Oh, nicht zu schnell. Hauptterminal. Die Gangway, die eigentlich in den Flieger führen soll, ist leider auf die falsche Seite gebaut und führt die Passagiere wieder auf den Parkplatz. Es ist so schön,
Das Spiel macht so viel Spaß. Es ist einfach so gut. Okay, wir brauchen Lösung dafür. Ist kein Fehler. Kann ich ja nicht direkt vom Parkplatz aus direkt zum Flugzeug gehen? Okay, Flieger vom Parkplatz aus starten lassen. Erfolgschance 48%. Schade. Das hätte ich gerne gesehen. Das wäre doch super gewesen. Endlich keine lästigen Check-ins mehr. Fluggäste erst durch die Gangway lassen, wenn sie aus dem Urlaub wieder zu Hause sind. Auch clever. Das ist ein bisschen wie beim Film Terminal. So, Portal vom Parkplatz zu den Flugzeugen öffnen. Leider die höchsten Kosten, die höchste Dauer, aber größte Erfolgschance. Shuttle-Service anbieten. Ich bin unsicher. Sean, Dankeschön, lieber Sean, vielen Dank. Dankeschön. Wie machen wir das? Was wollen wir machen? Shuttle-Service oder Portal? Portal ist teuer. Sean ist bei 72. Think in Portals. Ich finde das gut. Portal vom Parkplatz finde ich eigentlich nice. Okay, aber Chat, ich bin unsicher. Chat ist auch unsicher. Shuttle, okay, die meisten sagen Shuttle-Service. Wir machen Shuttle-Service, okay. Shuttle-Service anbieten, kostenpflichtig natürlich. Das gefällt mir gut. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Schön, wie ihr mitdenkt. Wir machen Shuttle-Service, mal gucken, was passiert. Shuttle-Service. So, Mängelbewältigung erfolgreich. Rolltreppe ist jetzt funktionell. Okay. So. Verbleibende Dauer. Läuft. Ich will das ein bisschen beobachten. Ist auch erfolgreich. Ein Träumchen. Wir haben 14,3 Millionen. Können wir in der Zeit vielleicht noch was bauen? Flugverkehr neu? Wir haben noch gar keine Parkplätze, ne? Flugverkehr. Start- und Landebahnen. Können wir uns sogar leisten. Also, lass mal gucken. Schieferbaugenossenschaft Pisa. Und das hat so viele Sterne? Tante Ilse kennen wir schon. Wilde Hilde Handwerkergilde. Ich guck mal kurz bei der Schieferbaugenossenschaft. So. Ist da die Wand schief? Wasserwaage und Winkelmesser sagen zwar, es ist alles okay, aber es sieht irgendwie krumm aus. Okay für Preis und Dauer. Ja, ich bin mal ganz offen. Hätte auch alles etwas schneller gehen können. Gerade bei dem Preis. Aber das Ergebnis, das passt. Das passt. Wirklich hübsch. Das toskanische Design ist einfach herrlich. Und es passt ganz hervorragend hier nach Bottrop-Mitte. Das ist mir egal, was die anderen sagen. Schön. Schön in Bottrop. So. Oh Sole mio, ich fühle mich wie in Italia. Ich könnte den ganzen Tag nur durch Gondeln paddeln und Espressos schlürfen. Ciao, vita bella, amore, bella, mozzarella, arrivederci. Ich habe gar kein Auto. Okay. Wie aus der Werbung. Deren Werbeslogan, hätten sie es mal lieber selbst gemacht, hat mich überzeugt. Und ich wurde nicht enttäuscht. Okay. Bottrop Mitte, die toskanische Perle des Nordens. Schön, okay. Das ist die Schieferbaugenossenschaft. Eigentlich gar nicht so schlecht. Wilde Hilde. Gekaufte Bewertung. Hallo, ich schreibe für Geld Spitzenbewertungen. Bei Interesse gerne melden. Hey, warum habe ich nur 3 Sterne für meine letzte Fake-Bewertung bekommen? Nein, sowas gibt's nicht. So, geballtes Handwerkswissen. Hier arbeiten Expertinnen und Experten zusammen und das zu einem vertretbaren Preis kann ich nur empfehlen. So. Was? Wie soll man das denn vorlesen? Uiuiuiui. Also hier und da schon, oh la la. Manchmal aber auch, oh, zum Teil etwas, eieiei. Aber dafür sind die Boden echt gut. Hat mein Vertrauen. Ist Premium-Kunde, offenbar. So. Ja, eigentlich gut, aber... Ich war total begeistert von der Qualität
und das zu dem Preis. Bis ich gesehen habe, dass die Bauleiterin wirklich eine Frau ist. So kann das nichts werden. 3 Punkte Abzug. Entschuldigung. So. Achtung. Der Name verrät ein unfassbares Geheimnis. Toll gebaut, aber habt ihr euch gefragt, warum die Firma Wilde Hilde heißt? Ich glaube ja, sie ist eine Lykanerin. Nachts wird sie zum Werwolf. Zumindest habe ich an manchen Steinen merkwürdige Kratzer und ein paar Haare entdeckt. Wacht auf, ihr Schlafschafe! Ja, schade. Dann können wir das nicht nehmen. Frauen und Lykaner. Das wird immer, also schwierig. Schwierig. So, Tante Ilses handgemachte Bauspezialitäten. Das hat man schon, ne? Wie von Großmutter hat man schon. Jo, das hat man schon. Dominas Baudustück. Also bitte, viel zu lasch. Ich war für ein paar Monate SPD-Vorsitzender und Kanzlerkandidat. Ich bin Härteres gewohnt. Gut. Glaube ich sogar gerne. Glaube ich gerne. Was? Ja. Oh ja. Bitte mehr, mehr davon. Ja. Die zeigen einem, wo es lang geht. So richtig. So, was? Top-Bauqualität, aber mehr Sterne gebe ich erst, wenn die mich wieder losgebunden hat. Ich zahle dafür nichts extra. Was sind das für Beschreibungen? Das sind echte. Das sind echte, das steht da so. Das kennt man so. Was? Achso. Ruf mich an. Kennt ihr noch diese Werbung von... Wie lange ist denn das jetzt her? Das kam immer ständig in diesen Werbeblöcken. Immer abends, wenn man irgendwie Filme geguckt hat, so in der Wiederholung auf RTL. Ihr kennt das ja. Wegen der qualitativ hochwertigen Contents. Und dann kam zwischendurch immer, ruf mich an, irgendeine Hildegard. Weißt du, so eine Hildegard in so einem schlecht sitzenden Lederoutfit. Und dann denkst du dir immer, nee, nein, 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 ich will dich nicht anrufen. Lass mich in Ruhe. Und dann bist du am Telefon gegangen, hast sie angerufen, oder hast mit deinem Handy bei ihr angerufen und dann sie erstmal mit dem großen Hörer, mit dem Wählscheibenapparat. Die gute Hildegard. So. Was? Ja, ich muss es mir selber machen. Ich dachte schon, warum kommt denn da kein Bauarbeitertrupp, sondern nur so eine Latex-Lady mit Reitgerte? Ja, weil die einen einfach zwingt, alles selber hochzuziehen. Was hab ich gerackert? Nur 3 Sterne, weil ich manchmal echt geschlampt habe. Finde ich gut, so ehrlich muss man sein. Meine Frage ist, mit wem bauen wir jetzt? Mit wem wollen wir bauen? Ich telefoniere noch heute mit ihr. Hat da irgendwann tatsächlich angerufen? Ich glaube ja. Die Leute wollen die Wilde Hilde. Aber Leute. Nee. Ihr wollt die nur, weil ihr notgeil seid wieder. Ihr seid doch wieder thirsty. Hm? Thirsty Chat. Guck mal, die hat nur 3 Sterne. Die hat nur 3 Sterne. Die beiden haben 4 Sterne. Wir müssen einen von denen nehmen. Guck mal, für nur nicht mal 100.000 Euro mehr kriegen wir die Schieferbaugenossenschaft Pisa. Dauert auch 1 Monat, hat aber 1 Stern mehr. Also wir sollten auf jeden Fall die sollten wir nehmen, oder? Die sind nochmal 100.000 teurer, aber nur so ein Quäntchen besser. Also ich würde die Schieferbaugenossenschaft, ganz ehrlich. Ich würde, ja, also auf jeden Fall die Pisa. Ich weiß, ihr seid geil auf die Domina, aber... Tante Ilse hat schon mal vermasselt. Das machen die alle. So, Angebot annehmen. Let's go. So, was soll jetzt noch passieren? Kann nichts mehr schief gehen, oder? Boah, nice, wie das hier gebaut wird. Finde ich irgendwie gut. Bin froh, dass ich selber nicht platzieren muss. Ach, hier, guck mal, da werden die Parkplätze gebaut und so. So, okay. Dann... Schauen wir noch mal ganz kurz bei den Parkbereichen. Parkhaus 1. RTL 7. Einsatz mit 4 Händen. Halber Stern.
Schön, schön. Finde ich sehr, sehr gut. Wir gucken mal kurz bei RTL 7, ja? Alle schon wieder hin. Was ist denn das für ein Dreck? Bloß eine billige Fernsehkulisse. Kaum das Kamerateam aus dem Haus, ist alles im Eimer. Nur billigste Qualität. Alle werden diesen aus Rigips, billiges Sperrholz, alles mit dem Wassermalkasten angepinselt. Ich schicke auf den ersten Blick, aber dauerhaft? Ich weiß nicht. So. Sie haben nur mein Privatleben gewühlt. Die sollten eigentlich mein Haus bauen. Stattdessen haben sie meinen Sohn in den Rollstuhl gequetscht, meiner Frau eine Krebsdiagnose angedichtet und meinem Hund die Augen verbunden. Und wo sind meine 50 Euro? Schauspielgehalt! Leider, das Spiel ist mir ein bisschen zu realistisch. Ja, ich war im Fernsehen. Das ist aber auch alles, was man positiv vermerken kann. Das, was sie gebaut haben. Naja. Was? Was? Ich muss jetzt immer diese Rockerstimmen machen gerade, ne? Rennauto bei Top, Rest Flop. Oh, scheiße, rosa Glitzer überall. Wenn meine Heavy-Metal-Kumpels das sehen, dann mobben die mich doch. Oder die finden das gut. Wir machen eine kleine Teestunde. Oh, das wäre schön. Ich würde gerne mal wieder eine Teestunde machen. So. Bin immer noch heiser. Okay, RTL 7. Ich bin dafür, dass wir RTL 7 vielleicht einfach nicht wählen. Ich bin überzeugt davon, das ist keine gute Idee. Manfred B. Klassener, ihr Neuköllner Alleskönner. Auch da bin ich erstmal skeptisch. Genau so sind wir mit Haller. Ist einfach so. Ein kleines Teestündchen. So. Ob du es glaubst oder nicht, Gronkh, meine Firma macht gerade den Innenausbau der neuen Europazentrale von Nintendo. Zernolo, ich komm vorbei. Okay. 12 Tage geht fix. Ja klar, aber da steht nur noch Glüsse. Da steht ja nichts Echtes. Entschuldigung. So, warte. Manfred B. Klassner, der muss einfach gut sein. Nie wieder. Musste oft mit meinem Kombi Sachen für ihn transportieren. Der hat nicht mal einen Sprinter. Okay, ja. Kunst braucht halt Zeit. Das ist noch Handwerkkunst. Handwerkkunst? Manni kann alles und, komm mal, hier geht sogar noch der Chef persönlich ans Telefon. Nicht der Schnellste. So, netter Service. Netter Service ist günstig, aber ohne Meistertitel. War ja erst skeptisch, ob ich Manfred den Bau meines Offshore-Hafens anvertrauen soll. Aber der Preis war unschlagbar. Außerdem ist er ein echtes Original. Naja, schlussendlich musste ich selbst viel mit anpacken. Ein Offshore-Hafen. Ein guter Offshore-Hafen. So, gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, war okay, unkomplizierte Kontaktaufnahme, hat keinen Gesellen. Pluspunkt, kennt gute Imbisse in der Nähe. Krieg-LP, Dankeschön, gibt es Subs. Vielen Dank, Dankeschön. So. Heiße Frauen in deiner Nähe warten auf dich. Willst du mal so richtig durchgenudelt werden? Klick hier, russische Schlampen warten auf deinen Anruf. Borscht. Nun, gut. Ich glaube, der Manfred B. wird's auch nicht mehr. Ich glaube, der wird's auch nicht. So, Waschbär. Waschbär, feine Betonbauten. So, bitte was? So. Grauenhaft. Der Putz ist absolut unsauber verstrichen. Sind das eigentlich Kratzspuren da drin? Die Steine lieblos aufeinander geklatscht. Ein Stern, weil sie sich immerhin ordentlich die Hände gewaschen haben. So. Räuber nicht erkennbar. Die Arbeiter tragen alle so Waschbäraugenmasken. Witzig, wegen der Corporate Identity und so. Aber ich habe gar nicht bemerkt, dass sich auch 2-3 Räuber darunter gemischt haben, die lauter Zeug geklaut haben. So. Ich habe zuerst Corona gelesen hier drüben. Okay.
voll süßes Logo. Die Fenster sind undicht, zum Dach tropft es rein, der Keller ist ein bisschen feucht, also auch bei mir, aber das Logo von denen ist voll süß. Okay. RTL 7 sind die Besten, schlimmer kann der Bär auch nicht mehr werden. Dann machen wir das. RTL 7. So. Hat gar keine Pizza. Ich wollte Pizza bestellen, hab aber versehentlich die Nummer von dieser Baufirma gewählt. Die wollten mir einfach keine Pizza liefern. Die sind voll nicht kundenorientiert und ich habe ein Recht auf meine Pizza. Ich lebe in diesem Land und die Würde des Menschen unantastbar. Entschuldigung, Twitter. Manchmal geht Twitter mit mir durch. So, Beste, wenn's eilt. Also, wenn Sie nicht allzu hohe Ansprüche an das Ergebnis haben, aber irgendwelche Termine einzuhalten haben, dann passt das schon. Flott sind die. Okay, aber ich bin ganz ehrlich. Ich glaube, ich werde Mr. Moustache nehmen, auch wenn er teuer ist. Ich hoffe, wir können uns das leisten alles. Wir kriegen noch mal 500.000, oder? Innovatives Design, disruptives Design, das ganz edgy nach vorne geht, ja. Der Image-Shot ist direkt viral gegangen. Megafly. Geil einfach, geil. Ja, klingt gut. So. Mehr kann ich ja nicht vorlesen. So. Wow, wow, wow. Da ist mir doch glatt der Frozen Soymilk Chai Mokka Smoothie mit Chia Dinkelflakes aus der Hand gefallen. So groß. Oh, so groß ist das. Oh. Fancy. So. Es ist nur ein Parkhaus? Nur ein Parkhaus? So. Ich gebe halt nie 5 Sterne, ne? Es ist einfach schon geil, ja, wirklich. Also die Craft Beer Kneipe ist so, wie ich mir es immer gewünscht habe und sogar noch besser. Alle Versprechen wurden eingehalten und so viel mehr. Ich bin endglücklich, aber ich gebe halt nie 5 Sterne. Prinzipien und so, weißt du? Alter, oh, widerlich. Widerlich, Alter. So. Teuer, aber das Geld wert. Zugegeben, billig sind die wirklich nicht und Zeit nehmen die sich auch. Aber dafür bekommt man eben auch absolutes Spitzendesign. Das ist eben nicht für jeden. Okay, ich glaube... Also ich glaube, ich nehme Mr. Moustache. Die anderen haben hier zu wenig Sterne. Und wenn wir zu wenig Sterne haben, weiß ich genau, der Bau wird leiden und das wird den Bau alles noch verzögern. Das dauert hier zwar nur einen Monat, hier 22 Tage. RTL können wir gleich knicken. Ich nehme kein RTL. Ich gebe doch RTL kein Geld. Eine 500.000? Guck mal, das ist doch... Für was denn? Nee, Leute. 420.000 Euro, wie geht ihr denn mit Geld um? Ihr verbrennt doch einfach das Geld. Das sind doch eure Steuern, die wir hier ausgeben. Ich gebe doch nicht mein eigenes Geld aus. Ich bin doch nicht bescheuert. Wir machen das hier alles von euren Steuern. Ist ja nicht unser Geld, es ist euer Geld. Das wird doch alles von Steuern bezahlt. Und dann müssen wir natürlich das für 1,4 Millionen nehmen. Überleg doch mal, die Steuern müssen auch weg. Ja, und bei Mr. Moustache, da hänge ich auch hinten rum mit drin und kriege 400.000 von diesem Auftrag. Die gehen dann an mich. Überleg doch mal, ich bin doch doof, wenn ich RTL 7 wähle. Natürlich. 1,4, das mache ich. Pass auf, ich mache eine Umfrage. Wir machen das wie in der Realität. Wir machen eine Umfrage, ja? Wir machen eine Umfrage. Wen möchtet ihr denn haben? Bei wem wäre es euch denn am liebsten? Aha. Oh, im Chat steht Mr. Moustache. Ja, im Chat, oh. Ich habe eine Umfrage, also wir haben empirische Daten, wir haben eine Umfrage gemacht mit einem Institut, das von uns bezahlt wurde. Und da kam raus, dass die Mehrheit der Menschen Mr. Moustache wollte. Das kam dabei raus. Bei einer Umfrage, die wir bezahlt haben, kam das raus, das Ergebnis, das wir zufälligerweise haben wollen. Das ist natürlich, huch, wer hätt's gedacht? Das ist jetzt aber ungewöhnlich. So. Dann,
Cool, dann gehen 400.000 an mich, Steuergeld und 1 Million an die Firma. Und die Hälfte davon an den Chef, der zufälligerweise aber mein Cousin ist. Aus einer anderen... ist egal. So machen wir das. Komm, Angebot annehmen. Toll. Dankeschön. Dankeschön, liebes Forschungsinstitut auch. So.